Also Janis, fürs Thumbnail morgen. Mach wieder in der Optik, wie wir das schon ein paar Mal hatten jetzt in letzter Zeit, mit diesem Objekt behalten. Weißt du, was ich meine? Ich fand die Thumbnails eigentlich so mit am besten. Und der Titel des Videos wird sein, irgendwie krasser Tots im Chatpack oder so. Keine Ahnung. Also, so in der Richtung wird es was sein. Diese, ne? Wo die ganzen Spieler dann aufgelistet sind, macht er einfach überall Tots hin. Und verpixel die irgendwie so ein bisschen oder so. Mach aber nicht full Clickbait. Mach da kein Messi oder so drauf. Weil. Sonst krieg ich wieder Dislikes. Hä, vor allem. Ey, das muss ich euch auch noch erzählen, ne? Da dachte ich mir auch, ich sehe nicht richtig. Mein Video, was gestern gekommen ist bei dem Rewards-Video. Da habe ich erstmal ein paar Dislikes und Kommentare bekommen. Weil. Dings hier. Weil im Titel stand Top 3 Bundesliga-Tots gezogen. Und mir dann Leute erzählen wollten, ja, Bruder, raste doch nicht aus wegen dem Havertz. Das ist der drittteuerste aus der Bundesliga, was ist mit euch? Ich habe den für 2,5 Millionen verkauft. Da dachte ich mir auch so. Weißt du, es gibt YouTuber, die jetzt hier namentlich nicht erwähnt werden. Die machen den Clickbait seine Urgroßmutter. Und ich versuche mich da echt immer ziemlich fair zu bewegen. Und krieg dann dafür einfach einen Anschiss, Alter. Da dachte ich mir auch, okay, gut. Demnächst schreibe ich einfach nur noch ein FIFA-Video in den Titel. Argentinien-Flagge. Nee, weil guck mal, das ist zum Beispiel, das feiere ich überhaupt nicht, sowas. Wenn irgendwie wenn so ein Messi-Troll zum Beispiel. Also das feiere ich nicht. So, weil wenn man dann in den Titel schreibt, von wegen so, keine Ahnung, OMG, Argentinien, Walkout im Pack oder so, dann ist es eh klar, dass man nicht Messi gezogen hat. Weißt du? Ich versuche mich da halt immer, erstmal Grüße gehen raus, dass wir das Game gewonnen haben. Also ich versuche mich, wir wollen jetzt eh ein bisschen real talken. Ich versuche mich beim Thema Clickbait halt immer so auf. Ja, ich versuche da immer so ein bisschen meine Balance zu halten. Weil das Problem ist halt in der FIFA-Szene. Das Problem ist halt wirklich in der FIFA-Szene, dass. Ja, wir reden da gleich nochmal drüber. Bei den ganzen Premier League-Sets. 95 plus Premier League Tots im Pack. Ja, das sind zum Beispiel auch so Titel, die ich nicht mag. So 95 plus. Da muss ich auch nochmal mit meinem Stream-Highlight-Kanal drüber reden. Wobei ich da sagen muss, Benny hat sich echt gebessert. So, weil ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das mal im Stream erzählt habe. Also ich habe meinem eigenen Stream-Highlight-Kanal, musste ich vor anderthalb, 2 Monaten eine Ansage machen, weil mir das teilweise ein bisschen zu extrem war mit Clickbait und, ja, und da wurde halt sehr, 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 sehr extrem auf 10 Minuten gestreckt. Sagen wir es mal so. Ja? Da musste ich meinem eigenen Stream-Highlight-Kanal eine Ansage machen. Aber hat sich wirklich schon deutlich gebessert. Hat sich wirklich schon krass gebessert. Also ich finde auch, mein Stream-Highlight-Kanal macht gute Arbeit. Aber das war eine Zeit lang halt sehr viel. So, es gab irgendein Thema. So, und über das Thema wurde 3 Minuten geredet. Und die anderen 7 Minuten und 1 Sekunde ging über irgendwas ganz anderes. So. Und da habe ich dann halt immer gesagt, so, Junge, Benny, Alter. So, das fuckt halt voll ab, so. Selbst wenn ich mir meine eigenen Stream-Highlights bei dir angucke, fühle ich mich verarscht. Weil ich mir denke, ja, mich juckt das denn nicht, wenn er jetzt erstmal 7 Minuten lang irgendwas über sein Team erzählt und ich eigentlich da draufklicke, weil es irgendwie um, keine Ahnung, meine Meinung zu irgendwas geht. Weißt du? Und was halt irgendwie, keine Ahnung, so OMG 193er Draft, und dann ist es ein 191er Draft. So, das waren halt solche Dinge, na? Aber hat mein Stream-Highlight-Kanal die Kurve gekriegt, na? War ja in dem Sinne auch nur konstruktive Kritik. Ja, davon lebt es ja auch, dass das Endprodukt der Stream-Highlight-Kanal immer besser wird. Und der ist besser geworden. Er hat auch mittlerweile, glaube ich, über 82, 83.000 Abonnenten. Das ist richtig krass. Das wird auch übrigens eine ganz dekadente Sache. Wie viele Abonnenten hat mein Stream-Highlight-Kanal? Muss ich mal schauen. 82.000, Alter, krass. Das wird auch eine ganz dekadente Nummer, Freunde. Das wird eine ganz, ganz dekadente Nummer. Wenn der Stream-Highlight-Kanal 100.000 Abonnenten erreicht, da werde ich erstmal schön auf ganz, ganz, ganz arrogant mir 2 silberne Playbutton nebeneinander hängen. Das ist dann wirklich maximale Stufe von Arroganz. Oh, Benny ist sogar im Chat. Grüß dich. Hast wahrscheinlich gerade mitgehört, ne? Ich habe dich gelobt, weil du zwischenzeitlich eine Phase hattest, haben wir auch drüber gequatscht, wo dein Content echt nicht so geil war. Und hast dich aber wirklich gut gebessert. Ja? Küsschen geh raus. Also wirklich, ohne Scheiß. Besser geworden. Sehr viel besser geworden. Momentan bin ich sehr, sehr zufrieden mit dir, ja? Bis Mitarbeiter des Monats. Da ich aber insgesamt, wie viele Mitarbeiter habe ich denn? Ey, das ist echt krass. Mittlerweile habe ich. Ich habe 4 Mitarbeiter, ne? Ah, das ist schon heftig, ne? So, wir gehen jetzt hier erstmal in die Real Talk-Szene.
Wir wollen ja ein bisschen Real talken. Ich mache jetzt auch mal Musik aus. Wir quatschen einfach ein bisschen, Boys. Also, pass auf. Das Problem ist halt, in der FIFA-Szene, sage ich euch ganz ehrlich, ich, für meinen Teil, ich liebe es total, kreative Videos zu bringen. So, ne? Zum Beispiel, das ist vor anderthalb Monaten, glaube ich, gekommen, ist meiner Meinung nach eins der besten Videos in den letzten Monaten von mir, ist das Best of Weekend League, wo wir mit DeSanto nach Ewigkeit mal wieder Elite geholt haben. Da habe ich auch selber, glaube ich, 5 oder 6 Stunden dran geschnitten. Da übelst die Arbeit. Das sind so die Videos, die mir persönlich, sage ich euch ganz ehrlich, am meisten Spaß machen. Halt so richtige Großprojekte. Ja? Das Problem ist halt einfach an der FIFA-Szene, und da kommen wir dann auch gleich zum Thema Titel, dass du einfach in der FIFA-Szene so ein gewisses, ja, das hat so ein gewisses Bildschlagzeilenniveau. So, in FIFA ist leider sehr viel Sensationscontent. So, du kannst zum Beispiel das krasseste Video schneiden. Ja? Du ziehst einen Cristiano Ronaldo, du schneidest das krasseste Video, aber du ziehst den Cristiano Ronaldo Ende August, wenn FIFA 19 11 Monate draußen ist, das juckt keinen Schwanz. Du kannst einen Cristiano Ronaldo am ersten Tag von FIFA 19, am Release-Tag ziehen, ja? Schneidest aber wie ein Obdachloser, also wie so ein FIFA-Gaming, ja? Kackst da einfach nur ein 2-Minuten-Video hin, das kriegt 1 Million Aufrufe. Und das ist so eine Sache, die ist an der FIFA-Szene schade. Ja? Es ist schade, weil halt sehr viel leider über dieses, ja, wie nenne ich das, über dieses Schlagzeilen, es ist halt sehr viel Schlagzeilen-Content leider, wo man aber letztendlich auch nicht viel gegen machen kann. So, ich versuche da halt immer so ein bisschen meinen Ausgleich zu finden. So, was ich zum Beispiel nicht mag, ist direkt die Spieler im Titel zu spoilern. Zum Beispiel bei meinen Pack-Openings. So Messi oder Ronaldo. Oder wenn man eine richtig dicke Icon sieht, ist das meiner Meinung nach in Ordnung. Aber so, ich würde jetzt morgen zum Beispiel für mein Best-of nicht OMG 96er Tots Alba Impact reinschreiben. So, weil ich habe dann halt immer für mich so ein bisschen die Befürchtung, dass dann halt irgendwann einfach meine eigene Persönlichkeit bei meinem Content komplett in den Hintergrund rückt. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will nicht, dass die Leute auf meinen Kanal klicken, weil ich die krasseste Schlagzeile habe. Ich will, dass die Leute auf meinen Kanal gehen und sich gefühlt, klar macht das nicht jeder und klar machen das nicht alle, gefühlt soll man auf meinen Kanal gehen oder wenn man mich in der Abo-Box hat und sieht, ich habe ein neues Video hochgeladen, egal wie der Titel ist, soll man sich denken, geil, das ziehe ich mir jetzt rein. Ich weiß, dass der gute Videos macht. Ich weiß, dass sie gut geschnitten sind. Ich weiß, dass es mich entertainen wird. Das ziehe ich mir jetzt rein. Das will ich mir jetzt reinziehen. Das ist das Ziel, wo ich mit meinem Content hin möchte. Und das Problem ist halt, dass man in der FIFA-Szene halt da irgendwie so einen gewissen Ausgleich finden muss. Ne? Weil ich merke zum Beispiel, wenn meine Best-Offs, Best-of La Liga Tots Pack Opening, wenn ich morgen zum Beispiel mein Best-of Best-of La Liga Tots Pack Opening nennen würde, es würde deutlich weniger Aufrufe kriegen, als wenn ich halt versuche, so einen halbwegs reißerischen Titel zu machen. Ne? Ich werde jetzt zum Beispiel morgen, keine Ahnung, heftiger La Liga Tots im Chatpack oder so nennen. Ja? Es ist für mich noch kein Clickbait, aber es ist halt schon reißerisch. Ja? Brauchen wir nicht drum rumreden. Ja? Es ist ja schon wieder sehr in sehr viel Extremen so heftiger La Liga Tots im Chatpack, OMG. So, wisst ihr? Und das ist so eine Sache, die ist, ja, so ist generell so eine Sache in der FIFA-Szene. Ja? So, alle reden immer davon, ey, es geht nur um deine Art, es geht nicht darum, was du in FIFA machst, mach doch lieber eine Road to Glory, steck da nicht so viel Geld rein. Aber im Endeffekt kann man sich in der FIFA-Szene meiner Meinung nach einfach Klicks und Fame erkaufen. So. Weil gefühlt, wer die krassesten und meisten Packs zieht, der ist in der FIFA-Szene ganz oben. Guckt euch an, wie damals zum Beispiel ein Road to Shaw oder ein KSI auch groß, oder vor allem Road to Shaw und ein, hier, wie heißt er nochmal, ein Ethan Gibb in der FIFA-Szene groß geworden sind. Ist einfach so. Die heftigsten Packs, die heftigsten Discards,
die heftigsten Challenges, 30.000 Euro Wette. Und da bin ich so an einem Punkt, wo ich mir denke, yo, das gehe ich definitiv nur bis zu einem gewissen Punkt mit, weil ich habe einfach keinen Bock, mich am Ende des Tages für 10.000 Abonnenten mehr oder weniger auf meinem Kanal zu verprostituieren. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich am Ende des Tages... wenn ich gewollt hätte, no abgehoben, aber wenn ich gewollt hätte, hätte ich jetzt schon mindestens 700.000 Abonnenten. Mindestens. Wenn nicht sogar vielleicht 750.000. So. Weil ich merke es, in FIFA 19, gefühlt, kannst du folgendes Ding machen. Du streamst, lädst 100.000 FIFA-Points auf, ziehst irgendeine krasse Karte, nächsten Tag OMG Best of. Danach den Tag Stream, ziehst irgendeine krasse Karte, Best of. Dann wieder Stream, OMG, ziehst irgendwie eine krasse Karte, Best of. Wenn ich das ganze FIFA 19 durchgezogen hätte, schwöre ich euch, hätte ich safe über 700.000 Euro. Ich meine, das ist jetzt nicht viel mehr, aber da würde mein Kanal noch deutlich besser laufen, als er jetzt schon läuft. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da, das ist für mich kein Content, wo ich sagen würde, yo, da sehe ich mich. Weil natürlich streame ich viel und es ist eine absolute Ehre, irgendwo der größte deutsche FIFA-Streamer zu sein. Das ist total die Ehre und ich bin da super stolz drauf und das ist auch geil. Aber letztendlich habe ich auf YouTube angefangen, um auch selber Videos zu erstellen, kreativ zu sein, geil selber zu schneiden. So, na? Deshalb bringe ich auch immer wieder bei mir, auch wenn jetzt das Tots da ist, Gameplay. So, ich will nicht hier sitzen, so, und von 19 bis 21, oder von, doch, von 19 bis 21 Uhr einfach nur hier sitzen und sagen, oh, oh, gleich das nächste Lightning, oh, oh mein Gott, nur noch 10 Minuten bis zu Lightning, oh, gleich, oh, wieder Lightning, wieder Lightning. So, Lightning ist bei mir vorbei, 10 Minuten später, ich gehe in Weekend Game. Ich will nicht nur dieses Packs vorleben. Packs sind geil, sag ich euch ganz ehrlich, ich ziehe super gerne Packs. So, ja, und finanziell juckt es mich nicht, wenn ich in jedes Team of the Season 60, 70.000 FIFA-Points reinstecke. Finanziell juckt es mich nicht. Ja, bin ich an einem Punkt, ich kann meine 2.000 bis 3.000 Euro im Monat für FIFA ausgeben. Durch Sponsoren, durch andere Einnahmen. Ich kann es ja letztendlich gegenrechnen als Ausgabe. Ja? Das ist für mich nicht das Problem. Was für mich ein Problem ist, ist, was ich dadurch den Leuten signalisiere. Ich will mit meinem Content nicht den Leuten signalisieren, ey, ich bin krass, weil ich Geld in ein Spiel stecke. Das ist für mich nicht das, was ich mit meinen Videos zum Ausdruck geben will. Und ich will nicht dadurch in Erinnerung bleiben auf dieser Plattform. Ey, Gamerbrother, ey, das ist doch der mit den heftigen Pack-Openings. Das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass man sagt, ey, Alter, das ist der, der hat, der macht so geile Videos, die sind so geil geschnitten. Wenn ich mir die Streams reinziehe, die sind so chillig, da kann ich so geil bei abschalten. Das will ich. Und das ist für mich halt auch am Ende des Tages mehr wert. Nicht geldmäßig, sondern in der Resonanz, die man dann bekommt. Das Problem ist halt... Oh, Swubel, ich habe noch nie einen PS4-Controller kaputt gemacht, um irgendwie mehr Klicks zu bekommen. Ich bin einfach so behindert. Habe ich wirklich noch nie gemacht. So, ich habe mich noch nie bei einem Pack ultra krass heftig übertrieben gefreut, um eine krasse Reaktion zu erzeugen. Und ich habe auch noch nie, um eine krasse Reaktion zu erzeugen, irgendwie rumgeschrien im Stream oder einen Controller kaputt gemacht. So, nee. Könnte ich auch nicht. Dann müsste ich ja jetzt hier über 5 Stunden und 42 Minuten irgendwas schauspielen, was ich nicht bin im Stream. Da würde ich kaputt gehen. Da würde ich wirklich kaputt gehen.